Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jack 2 Renegade. Beim letzten Mal haben wir Samos mit seinem Lebenskern beschützt und sind ein bisschen mit dem Jetboard durch die Gegend gefahren, um Metallschädel-Eier zu zerstören. Und heute sollen wir einen Kontrollturm hier auf der Bohrinsel zerstören. Dafür haben wir scheinbar mal wieder einen Mech-Anzug. Yay! Hurra! Nichts Schöneres als mehr von diesen Missionen. Jetzt haben wir noch Türen, die wir jetzt erstmal noch einschlagen müssen, die nicht sofort kaputt gehen. Und suchen jetzt schon mal 10 irgendwas. Okay, wie schwierig kann es sein, die 10 irgendwas zu finden in diesem Dingen? Schwer vermutlich, da wir nicht vernünftig irgendwas sehen können. Okay, schauen wir uns das mal um. Hier haben wir auf jeden Fall erstmal Laser, den wir ausweichen müssen. Okay, soweit so einfach. Autsch. Ja, anscheinend muss man aufpassen, weil man von der Tür zurückgeschlagen wird, wenn man draufhaut. Denn das macht Sinn. Warum haben wir hier einzelne schwebende Plattformen, auf denen scheinbar nichts ist? Das sind auf jeden Fall Plattformen, die einfach umfallen, wenn man drauf ist. Okay. Damit habe ich jetzt auch nicht unbedingt gerechnet. Warum sind da Plattformen, die ins Nichts führen? Die dann einfach nur umklappen und einem, um einen umzubringen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Warum ist das so? Da habe ich meine Neugierde dann mal wieder erledigt, aber, ne? Curiosity killed the cat und so. Auch wenn ich keine Katze bin. Ach, dann. So, warten wir darauf, dass der Laser hinter uns schießt, damit wir dann auf die Tür einschlagen können. Und dann, schätze ich, gehen wir halt einfach. Was müssen wir tun? Ich kann nicht wirklich was sehen in diesem Anzug, also schauen wir uns mal so um. Sehe ich irgendwas, was ich aktivieren kann? Und da oben geht es auf jeden Fall hoch weiter. Müssen wir dann mit dem Mechanzug hoch, ne? Okay. Wie gesagt, ich konnte jetzt die Plattform da oben, wo man hin kann, nicht sehen, ohne dass ich ausgestiegen bin. Denn, ne? Kamera und so. Und nö, da kommen wir so auch nicht hoch. Okay. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, was wir da tun sollen. Dann steigen wir erstmal wieder ein. Hau erstmal wieder die Tür wieder kaputt. Außerdem habe ich noch keins von den 10 irgendwasen gesehen. Vielleicht schauen wir in dem Raum gleich einfach mal auf der Karte. Vielleicht sehen wir dann irgendwas, was wir machen können. Oh, du. Schieß mal bitte. Dankeschön. Danke, Punch Glitch. Gut, dass das mit dem Mech auch funktioniert. So, wo zum Teufel sollen wir hier hin? Was sollen wir hier machen? Spiel. Das sieht auf jeden Fall so aus. Müssen wir nach oben? Wir steigen hier erstmal nochmal aus. So. Da hochzuspringen hatte gerade nicht funktioniert. Dann ist die Frage, was man sonst tun könnte. Wenn ich mich hier drauf stelle, passiert nichts. Kann ich irgendwie den Mecher da drauf stellen, damit da irgendwas passiert oder so? Das sieht nämlich nach einer Plattform aus, auf der eigentlich irgendwas passieren sollte. Zurück! Wir müssen hier raus! Okay, ich kann nicht aussteigen, wenn ich zu nah an der Wand bin oder so. Passiert jetzt irgendwas? Nö. Ich kann auch nicht irgendwie irgendwas aktivieren. Kann ich die Viecher da oben abschließen schon mal? Okay, jetzt ist mein Anzug da hochgefahren worden. Welche komische Dinge da oben vielleicht getroffen habe? Ja, sieht so aus, welches komische Ding da oben getroffen habe. Okay. Kann ich den Gegner vielleicht da oben nur noch abschießen? Ich hätte den gerne tot.
Oh, das hat funktioniert. Okay. Jetzt ist die große Frage. Kann ich den Schalter von hier unten aus einfach abschießen? Zufällig? Hm, sieht nicht so aus. Dann... schätze ich mal, müssen wir doch irgendwie zu Fuß hier hoch. Aber nicht so. Okay. Dann nochmal. Irgendwie ist die Ecke da ein bisschen komisch, was das Hochspringen angeht. Wahrscheinlich fallen die Plattformen ja nicht sofort nach unten. Also können wir da vielleicht mit einem geduckten Hochsprung dann irgendwie darauf oder so. Und dann von oben die Plattform aktivieren, die unser Mech-Suit nach oben fährt oder so. Das scheint zu sein, was wir da machen müssen, glaube ich. Schauen wir mal. Da Möglichkeit nicht in den Lasern drin stehen. Schieß mal bitte. Danke. Da wir auch Rückstoß von der Wand haben. Aus Gründen. So, dann den Mech hier parken. Aussteigen. Und dann versuchen wir mal mit einem Duke-Sprung jetzt von hier unten hochzukommen. Okay, das hat funktioniert. Und dann haben wir jetzt den Gegner zum einen durch die Wand geschossen, zum anderen den Mech-Suit hier oben hochgeholt. So, jetzt darf der Mech-Suit hier nur nicht runterfallen, werden wir uns drehen. Gut. So, und ich schätze mal, der Metallschädel ist für uns jetzt immer verloren. Okay, da scheinen wir dann tatsächlich hochspringen zu können mit dem Titananzug hier. Jo, das funktioniert. Dann warten wir hier mal auf das Feuer. Eigentlich müsste so ein riesiger Metallanzug eigentlich nichts dagegen haben, über Feuer zu laufen. Aber ich habe mal das dumpfe Gefühl, dass wir Schaden nehmen würden, wenn wir darüber laufen. Ja, tun wir. Dann einmal hier aussteigen. Jetzt müssen wir nämlich tatsächlich regelmäßig aussteigen, scheinbar, um aus Entfernung irgendwelche Sachen zu aktivieren. Wenn Jack jetzt auch noch den Schalter anvisieren würde. Okay. Das ist sicherlich auch so eine umklappende Plattform. Damit wir aber nicht doppelt aussteigen müssen, machen wir es jetzt erstmal so. Und gehen dann zurück zu unserer Supermaschine. So, steigen wir bitte ein. So, dann können wir jetzt hier nämlich schnell rüber manövrieren. Ohne dass irgendwas kaputt geht, warten dann hier mal aufs Feuer. Hätten vielleicht auch komplett rüber springen können. So, Lasers. Okay, erfolgreich an den Lasers vorbeigesprungen. Erfolgreich hier reingekommen. Ich habe das dumpfe Gefühl, als würden wir irgendwo Precursor Ops verpassen, aber so schlimm ist es ja nicht. Und dann habe ich jetzt einfach mal gehofft, dass der Sprung funktioniert. Er funktionierte. Das war, glaube ich, eng. Aber ne, solange es funktioniert, ist alles gut. Und dann haben wir hier einen neuen Aufzug gefunden. Okay. Die 10 irgendwas scheinen irgendwie alle in einem Raum am Ende zu sein. Von daher mache ich mir noch keine Sorgen darüber, dass ich noch keinen davon gefunden habe. Ja, da ist auf jeden Fall einer. Hier scheinen diese 10 irgendwas zu sein. Alarm. Ersatzkühlsysteme ausgefallen. Notfallsysteme aktiviert. So, jetzt müssen wir hier so die Dinge einschlagen. Alarm. Nach Möglichkeit dabei die Metallschädel noch von uns abhalten. Noch 4. Alarm. Noch 3. Ersatzkühlsysteme ausgefallen. Noch 2. Notfallsysteme aktiviert. Ach, die paar Kühlsysteme braucht ihr doch sowieso nicht. Tu doch nicht so, als würde ich hier irgendwas kühlen. Alarm. Ersatzkühlsysteme ausgefallen. So. Notfallsysteme aktiviert. Und danke, Punch Glitch.
Notfallsysteme ausgefallen. Okay, und scheinbar müssen wir jetzt hier noch abhauen. Okay. Dann fahre ich mal bitte nach unten auf Zug. Dann haben wir jetzt anscheinend einen Countdown, dem wir entkommen dürfen und müssen. Notfallsysteme ausgefallen. Ich hatte jetzt irgendwie damit gerechnet, dass die Dinger nicht mehr an sind. Aber sie sind noch an. Sehr an sogar. So, Laserstrahlen, lass mich bitte in Ruhe. Wunderbar. Erfolgreich über das Feuer drüber gesprungen. Puh, und da bin ich fast in nichts gelandet. Und das war sehr nah an dem Feuer dran. Das sind ja teilweise ganz schön knappe Sprünge, die ich hier veranstalte. Die, glaube ich, gar nicht sein müssten. Aber, wo ist dann der Spaß? Da habe ich mal ein paar riskante Sprünge gemacht. Ich habe so das Gefühl, dass ich unglaublich viel Zeit verschwendet habe. Irgendwo. Dann hoffe ich mal, dass uns der Aufzug hier schnell genug nach oben bringt. Ansonsten sind wir gerade sehr tot. Und die Tür hat uns erfolgreich, die umgefallene Tür, aufgehalten, rechtzeitig aus der Gegend hier rauszukommen. Notfallsysteme ausgefallen. Okay, dann müssen wir das diesmal ein bisschen schneller machen scheinbar. Nicht viel schneller, aber schneller. Dann... bitte nicht an irgendwelchen Plattformen hängen bleiben, Jack. Econetz wird schwächer. Okay. So, irgendwie versuchen, über alles rüber zu springen. Soweit es geht. Danke Punch Glitch. Sollte aufhören zu versuchen, mit Schlägen in die Luft irgendwie schneller voranzukommen. Das funktioniert nicht so gut. Verdammte Glitches. Econetz instabil. So, diesmal haben wir unwesentlich mehr Zeit. Springen dürfen wir im Aufzug trotzdem noch nicht. So. Wow, also es war wirklich Sekundenbruchteile, die wir das letzte Mal zu spät rausgekommen sind. Wie ärgerlich. Und noch ein Rückschlag für den Baron, meine Freunde. Das Blatt wird sich bald wenden. Ja, das Blatt wird sich wenden. Davon gehe ich ja auch aus. Da arbeiten wir schließlich hart dran und so. Scheinbar wartet hier keiner mehr darauf, dass wir zurückkommen. Okay, warum auch? Und dann haben wir scheinbar nur noch beim Fisch eine Mission zu machen. Also, fliegen wir auf zum Fisch. Auf und hinauf. Ja, da wartet scheinbar ein Lurker auf uns, der durch einen Fisch repräsentiert wird, weil... Ne? Deshalb. Ziehen wir sie mal wieder los. Dann werden wir jetzt hier gleich Richtung Statue abbiegen müssen. Zum schnellsten Weg. Hier vorne lang und dann geht es hier gleich nach links zu dem komischen, zu der komischen Marktgegend, die nicht im in dem Fußgängerbezirk drin ist. So, hier lang. Und dann hier vorne nach links. Wunderbar. Außenweise mal nicht ganz so viel Verkehr unterwegs, habe ich das Gefühl. Kann aber auch wirklich nur ein Gefühl gewesen sein. Ab hier wird es auf jeden Fall etwas voller. Anscheinend. Ich habe den Verkehr gefunden. Und noch mehr Verkehr. Warum hast du da gebremst, Kollege? Warum? Da war nicht mal irgendwas in deinem Weg. So. Hey Lorca, wie geht's? Da ist Jack und kleines oranges Kumpel. Totem sei Dank, dass ich euch finden. Ihre Lurker geholfen einmal, ihr helfen nochmal. Hör zu, Butter. Wir haben im Moment unsere eigenen Probleme.
Die haben wir wohl. Platz, das ihr gemacht bei Ausgrabung. Ich kenne alle Höhlen ganz genau. Mars Grabmal ist nicht da. Jetzt Metallschädel gefunden, mein Lockerdorf in Höhlen. Das ist nicht mein Problem, oder? Und Lockerbruder sitzen im Falle wie Tiere. Hallo, Sie sind Tiere. Wir nicht mehr ganz böse, schlechte Lörker, Orangenkopf. Wir jetzt gut, Metallschädler böse. Sehen die Feinde sein. Ja, schätze, wir sitzen alle im selben Boot. Und ja, in der Tat. Singt rasant, Bruder. Bitte, rettet schnell 6 Lörkerbrüder und Bruder küsst euch Füße. Nee, danke. Dies ist eine Schwebeverbotszone. Ich brauch deine, Küsse an meinen Füßen nicht. Okay, aber scheinbar müssen wir jetzt mal wieder 6 locker retten. Yay. Nichts Schöneres als locker zu retten. Aber sollten die nicht in ihren Höhlen von Metallschädeln angegriffen werden? Warum sind wir jetzt hier immer noch in der Stadt? Ich bin verwirrt. Habe ich überhaupt nicht ganz mitgekriegt, oder? Was passiert gerade? Okay, ne, die werden mal wieder durch die Gegend geflogen. Würdest du aufsteigen, Lorker? Bitte, danke. Wir haben nämlich da so einen Typ von der Wache hinter uns kleben, der die ganze Zeit auf unser Fahrzeug geschossen hat. So, du dann steig mal ab. Und dann geht's jetzt weiter. Autsch. Die armen Wachen, ich die einfach so alle überfahre. Tut mir schon fast leid. Aber wirklich nur fast. Oh, da vorne ist der nächste Käfig. Oh, Lorca, steig bitte auf. Steig bitte auf. Steig bitte auf. Danke. Außerdem will der scheinbar woanders hin als der andere. Okay, ich habe jetzt damit gerechnet, dass ich irgendwie alle zum selben Punkt bringen muss. Deshalb bin ich stumpf in dieselbe Richtung gefahren. Denn so ist es, wie es meistens funktioniert. Aber der möchte scheinbar zu einer anderen Höhle runter oder so. Die Frage ist, wie es hilft, die jetzt in ihre Höhlen runterzubringen, wenn sie in den Höhlen noch von Metallschädeln angegriffen werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass diese Mission Sinn macht. Oh, du steig bitte ab. So, dann habe ich hier gerade schon einen Käfig vorbeifliegen sehen, während ich den anderen transportiert habe. Müssen wir nur noch eben kaputt schießen. Davon haben wir ihn. So, wunderbar. Lörker, steig auf. So, wo willst du hin? Du willst auch hier in die Richtung. Der will wahrscheinlich zum selben Loch, wo ich den anderen gerade hingebracht habe. Ist wahrscheinlich einfach nur, jawohl, will er. Dann ist es einfach nur so, dass irgendwie die zwei hier hinten aus der Ecke in dieses Loch wollen und wahrscheinlich noch irgendein anderer in dasselbe Loch will, wo wir den ersten hingebracht haben. Wahrscheinlich irgendwie sowas. Okay. Vielleicht je nachdem, wo wir sie gerettet haben. Oder in welcher Gegend die Wachen, die durch die Gegend kutschieren, wahrscheinlich irgendwie das nächste Loch von da oder so. Wer weiß. Ich brauche auf jeden Fall erstmal ein neues Fahrzeug, das hier brennt mir ein bisschen zu viel. Schon besser. Außerdem hat die Wache jetzt gerade vergessen, dass sie uns suchen. Das ist sehr gut. Ich bin immer glücklich darüber, wenn die Wache aufhört, uns zu suchen. Das ist immer ein gutes Zeichen. Dann haben wir da den nächsten Käfig. Na, dann schleichen wir uns mal aus dem Dschungel an. Wie Ninjas. Und sorgen dann mal hoffentlich dafür, dass der Lurker irgendwann aufsteigt. Wunderbar. Den müssen wir zum Glück nicht so weit transportieren, denn das Loch ist direkt hier. Hier hast du deinen Höhleneingang, steig gefälligst ab. Dankeschön. So, nur noch 2. Die jetzt wahrscheinlich wieder ihr eigenes Loch haben oder so. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Dass die beiden dann auch ihr eigenes Löchlein haben. Joa, dann schauen wir mal, wo wir erstmal deren fliegende Käfige finden. Und dann müssen wir noch das Loch finden. Aber sollte eigentlich nicht so schwierig sein. Hoffentlich. Noch haben wir volle AP, noch kann unser Fahrzeug noch ein bisschen explodieren, bevor wir ernsthafte Probleme kriegen. Oh, da
haben wir den ersten Käfig. Wollte erstmal den Zoomer vorbeifliegen lassen. Da ist natürlich wunderbar direkt alles in unser Gesicht explodieren. So, komm, Lurker, steig bitte auf. So, wo willst du hin? Da vorne irgendwo hin, okay. Dann mal los. Oh, euer Loch ist scheinbar da vorne irgendwo. Da, okay. Also schön hier so mitten in den Feldern. Dass hier irgendwelche Wege nach unten in das Höhlensystem unter der Stadt gibt. Ah, und da ist unser letztes Ziel. Oh, steig bitte auf. Wunderbar. Und dann können wir den direkt hier vorne absetzen. Das ist natürlich praktisch, dass der Käfig jetzt so nah da dran war. Verdächtiger fliegt. Heiliges Kanonenlauf! Helden für Lückevolk, ihr seid! Wollt auch Knie vor vielen Dank! Ihr seid Ehrenmitglieder vom Lückerstamm! Wir nicht vergessen! Wenn jemals ihr uns brauchen, wir euch helfen! Okay, jetzt kriegen wir Hilfe von den Lurkern. Ugh. Das ist ja ganz was Ekelhaftes. Lurkerhilfen. Na, jetzt müssen wir erstmal scheinbar zu Kira. Das müsste ja ihr Symbol sein, glaube ich, der Schraubenschlüssel. Na, ich habe auch das Gefühl, sie wollten es nicht allzu sehr von GTA nachmachen und einfach den ersten Buchstaben von den Leuten irgendwo in die Gegend setzen. Wäre aber irgendwie hilfreicher gewesen meistens. Sich so genau daran zu erinnern, welches Symbol zu wem gehört. Zu viel Arbeit. Na gut, dann halt auf zum Stadion, ganz komplett rüber. Langer Weg. Langer Weg. Ja, so ist er dann schon mal. Überfahren wir wieder brav ein paar Gardisten. Ja, ich werde auf jeden Fall aus dem Fahrzeug aussteigen, um mich euch im Kampf zu stellen, ihr lieben Wachen. Mit Sicherheit. Ich habe aber sonst nichts zu tun. Autsch. Ich glaube, ich sollte einfach unten im Kanal fahren. Das wäre wahrscheinlich einfacher. Als zu versuchen, hier oben irgendwie durchzukommen. Aber interessanterweise sind gerade nicht viele Fahrzeuge von der Garde unterwegs, die sich auf uns schießen. Was hilft. Ja, dann sind wir jetzt fast am Stadion. Wir sind fast da. Ja, die Garde hat darauf aufgehört, uns zu suchen. Umso besser. Hm, wenn ich nicht im Baum gelandet wäre, wäre die Abkürzung sogar schneller gewesen. Aber Baum ist dann schon mal ein Problem. Aber ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal wieder eine kleine Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir mal schauen, was denn Kira jetzt eigentlich so von uns möchte. Bis dahin. Aloha.